Willkommen! Ich hatte übrigens recht, es war ein Riolu. Und hier haben wir es. Level 1. Da bin ich durch die ganze Karte gelatscht, einmal quer durch. Und zack! Ist dann geschlüpft hier das Riolu. Nice! Erst wieder Masche mal holen. Let's go! Beweg dich mal. Riolu muss in die Box. Jawohl, los! Nice! Wir legen am besten mal wieder mal Schlatterra vorne hin. So, perfektus! Wir gucken nochmal nach in Pokédex, falls auch mal da eins fehlt. Aber schaut gut aus bis jetzt, oder? Wir müssten eigentlich alles gesehen haben in Sinnoh, die 151. Jawohl, haben wir eigentlich schon gesehen jetzt. Das war der Wahnsinn, du hast tatsächlich jedes Pokémon-Art in Sinnoh gesehen. Den mag ich jetzt. Let's go. Grüß dich, Totti. Ja, bin ich. Du hast 151 Pokémon gesehen. Wunderbar, Totti. Sämtliche Pokémon der Sinnoh-Region sind in dein Pokédex verzeichnet. Das wird mir bei meiner Forschung zur Entwicklung der Pokémon eine große Hilfe sein. Oh, wer kommt denn da? Professor Eich! Hallo Professor Eich, lange nicht gesehen, wa? Altes Haus. Ich muss schon sagen, werter Kollege, der Weg von Kanto nach Sinnoh ist kein Spaß. Mauzi-Sprung. Cool. Doch sie werde mir sicher zustimmen, dass keine Reise so weit ist, wenn man dadurch neue Pokémon treffen kann. Na, wenn das mal nicht mein alter Kollege Professor Eich ist. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn sie als weltberühmter Pokémon-Experte den weiten Weg gescheut hätten. Immerhin pflegen wir doch früher stets zu scherzen. Pflegten wir früher stets zu scherzen. Cool. Wo immer sich ein Pokémon zeigt, ist auch unser Eich nicht weit. Das ist cool. Was ist? Schön zu sehen, dass sie sich daran nicht geändert hat. Okay. Professor Eich, ich möchte Ihnen meinen Neuzugang im Labor vorstellen. Er hat es tatsächlich geschafft, jede Seite des Sinnoh-Pokédex für mich zu füllen. Also jede Seite. Ah, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Eich, wie du sicherlich mitbekommen hast. Professor Eich hat mir schon viel von dir erzählt. Er überschlägt sich fast vor Lob für dich und deine Können als Trainer. Wie ich sehe, wirst du dem nicht nur gerecht, nein, du übertriffst meine Erwartungen sogar. Außerdem hast du ein hervorragendes Gefühl für das richtige Timing. Alles klar, Junge. Eigentlich führt mich ein anderer Grund in diese Gegend. Doch wo ich schon mal in der Nähe bin, wollte ich Professor Eibe auch gleich die Daten für den National Pokédex vorbeibringen.
Da du gerade hier bist, kann ich dein Exemplar ja auch gleich zum nationalen Pokédex aufrüsten. Oh, nice. Schließlich gibt es noch viele, viele mehr Pokémon auf der ganzen Welt zu entdecken. Nice, nationalen Dex, na, sicher cool. Doch ich zweifle nicht dran, dass du dich mächtig ins Zeug legen wirst. Cool. Nun, ich habe gehört, dass der Hamunasa Park seine Pforte geöffnet haben soll. Wenn ich mich nicht recht irre, liegt er am Ende der Route 221. Dieser Park verfügt über ein besonderes System, da diese verschiedene Pokémon-Arten aus den einzelnen Regionen anlockt. Ich wollte mir ein Bild davon machen, ob auch alles reibungslos vonstatten geht. Alles klar, müssen wir jetzt gleich da weiter hin. Holy shit, ey. Let's go. Zurück zu dir, Torti. Zum Dank dafür, dass du den Sinnoh-Pokédex vervollständigt hast, habe ich ein Geschenk für dich. Du erhältst das Pokéradar. Das übrigens perfekt zum Shiny-Hunten. Der Radar. Nice. Das kennen wir schon her, Doktor. Dankeschön. Oh yes. Jetzt haben wir eigentlich schon den nationalen Dex. Wo kommt denn der her? Hallo, wir haben uns ja eine Weile nicht gesehen. Was? Als ich hörte, dass du die Top 4 besiegt hast und in die Ruhmeshalle eingezogen bist, bin ich gleich hergekommen. Meine Glückwunsch. Die andere Arenaleiterin freuen sich auch für dich. Doch wir Arenaleiter werden das auch nicht so einfach auf uns sitzen lassen. Gegen dich zu verlieren, was für uns alle ganz schön hart und wir haben auch unseren Stolz. Okay, wir sind uns alle sicher, dass wir dich im nächsten Kampf schlagen können. Es wäre also sehr nett, wenn du uns alle die Chance auf ein Rückmatch geben würdest. Wir warten in unseren Arenen auf dich. Mich findest du natürlich auch in Erzlingen. Alter. Die Laberheinis. Unglaublich. Wir werden aber erstmal, Freunde, hier oben weiter starten. Wir müssen erstmal alles ringsum erkunden hier. Dann geht's erst in den Hamunasa Park hinein. Nice, könnte ein Rematch machen. Nice. Die Typen sind weg. Wusste ich eigentlich schon, dass sie weg sind, die ganzen hier Spallos hier. Hier geht's auch weiter. Nice. Wir gehen erstmal nach oben. Zur Kundschaft. Kein Wunder, dass da Super Angel so heiß ist. Nice. Danke für die Super Angel, Kollegen. Let's go! Das Überlebensareal ist hier oben anscheinend. Oh, geil! Neue Route heißt neue Trainer und neue Pokémon. KP Plus haben wir hier gefunden. Nice. Also können wir praktisch schon jetzt das Rematch
die ganzen Arenaleiter wieder zurückmachen. Oh, ein Happy Tag. Geil! Das erste hier Kanto-Pokémon. Ist immer geil. Level 22. Hyperball, los geht's! Ab geht's, geht on! Bleibt drin, oder? Yes, yes, yes! Habitat wurde gefangen. Cool! Kleinvogel-Pokémon Typus Normalflug. Genauso wie Staravia und Staraptor. Ist ja mal geil. Hier, neue Route, neues Glück. Warte, Schilling ist zurück. Ein Bonbon. Sonderbonbon gefunden. Die wollen garantiert hier Rematch machen. Oder Doppelkampf. Na dann, let's go, Doppelkampf. Endlich mal neue Pokémon hier am Start. Das freut mich hier. Oh shit. Zigzags und Fleckmon. Fleckmon. So, für Fleckmon haben wir schon Knirscher parat. Und für Zigzags eine Wasserdüse. Let's go, 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 baby! Level 50 sind die. Das ist ultimatives geiles Training hier oben wieder mal. Und Knirscher reicht schon safe. Level 51 ist Fleckmon, das ist immer unterirdisch. Aber übel. Panzerhorn kommt. Nice. Und ein Lambos. Gigasauger für Lambos. Und Hydro Action für Panzerhorn. Ging daneben anscheinend. Eieieiei. Okay, okay, okay. Level up für Staraptor, 63. Sturzflug und. Das tut weh. Eieieiei. Wir gehen auf den Gigasauger, auch wenn es nicht effektiv ist. Wasserdüse normal. Reicht das schon? Ne, eben nicht. Shitty. Das war knapp in Action. Nochmal Sturzflug, aber wir haben es abgewehrt durch Freundschaft. So, Knirscher. Und hier können wir wieder mal auf Kaskade. Let's go. Jawohl, das reicht schon zu den K.O. Mensch, bist du stark. Sag ich doch. Hier kommt ein Vogeltypi wieder. Vogelprofi. Porenta, Porenta. Ich glaube, da gehen wir raus. Luxzahl besser. Let's go. Luxzahl, Back in Action.
Das Aeroas übel. Krasses Brenda. Donnerblitz reicht schon aus. Das reicht safe aus zum One-Shot. Level 70, nice. Und ein Schwalbaus kommt auch noch. Level 54. Sturzflug fängt safe an, ey. Das ist schon übel. Und Donnerblitz. Nice, das reicht schon aus. Cool. Schwalbaus und tschüss. Hervorragendes Training ist das hier oben übrigens noch. Wir sollten noch mal schnellstmöglich noch mal heilen gehen. Bevor noch ein Pokémon noch down geht, das will ich ja nicht. So, noch mal kurz heilen gehen hier ins Center rein. Cool, Englisch gibt es noch die Pokémon hier. So. Zeit für die Heilung abgeschlossen. Nichts wie in das Abenteuer zurück hier. Hier oben war irgend noch hier. Zwei Items, die ich gerne haben hätte wollen. Ein Radikal. Cool. Die Ratte kommt persönlich vorbei. 52. Das ist übelst geiles Training, ey. Das ist hier mal insane. So, wir haben noch eine Astrainerin haben wir ja. Hyperball gefunden. Nice. Ach, da geht's dann schon weiter dann. Ich wollte erstmal. Okay, anscheinend müssen wir dann auf. Okay, alles klar. Was kommt jetzt? Ein Machoke. Das haben wir, kennen wir auch schon. Das haben wir selber schon, das Machoke. 51, das ist stark. Also hier oben ist nichts, was für schwache Nerven. Oh, hier ist sogar ein Haus. Hypertrank, nice, danke. Oh, Labusbeere. Thank you. Wer ist denn das wieder hier? Wir gehen auf Patrouille. Also ein Ranger ist das hier. Der Name ist. Oh, ein Donphan, komm. Cool. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Ein Donphan. Gigasauger, let's go. Robustheit, eh? Ne, anscheinend nicht. Doch, hat doch Robustheit, muss es doch. Stoß. Alter, was war denn das für eine Attacke, ey? Diesmal übel.
Das ist krass. Heftige Attacke. Das war's für Donphan. Level 64 für Bocelin. So, danke fürs Training, mein Kumpel. Belebbar gefunden. Merci, Bruce. Ein Astrien haben wir jetzt hier am Start. Der Zach setzt ein Schlurp ein. Das ist ja mal übel nice. So, Erdbeben in Bergen Action. Überlebt kein bisschen das Schlurp. Miltang. Dessen Fall für Mashumai. Mashumai. Let's go. Miltang. So, Wuchtschlag. Da kommt der Charme. Angriff sinkt von Mashumai. Nice, keine Chance, Miltang. Der Charmbaum sonst. Astrina, das war's für dich, Kollege. Wer wohnt denn hier drinne? Bist du auf Trainingsreise hier? Ich habe ein erfrischendes Getränk für dich. Tafelwasser gekriegt. Das verstärkt natürlich Wasserattacken. Zerschneider bitte. Lachsrauch. Jetzt gibt es hier die ganzen Specials Items, wa? Nochmal kurz zurückgehen. Ach so, da komme ich dorthin. Da waren wir schon oben drauf, gell? Ja, ja. Radikal nochmal. Let's go. Und Gigasauger. Flinklauer des Todes, wieder. Tiefschlag, warum fängt das an? Trotz hier Flinklaue. Verstehe ich nicht ganz, aber naja, jetzt können wir es wenigstens fangen, das Radikal. Komm zu mir, Radikal. Und bleibt drinne. Jawohl, sehr schön. Radikal, der Karl wurde gefangen. Nice. Maus-Pokémon-Typus normal. Radikal. Der Karl ist radikal. Cool, jetzt haben wir schon radikal gefangen hier. Jetzt kommt sogar die Entwicklung von Habitat. Ein Ibitat kommt nämlich. Das ist ja nice. Flucht gescheitert, ist klar. Ohrschnabel, Junge. Flucht bitte, Flucht. Ja, du bist ja komm. Oh nein. Wir haben es geschafft, die Flucht anzutreten. Nice. Okay, anscheinend gibt es ja doch nichts mehr. Nee, anscheinend nicht mehr.
da könnten wir theoretisch hier zurücklatschen. Das ist einfach übelst verwirrend, die ganzen Wege hier. Oder? Ist wieder falsch gelatscht. Na toll. Ja, auch ganzen Weg zurücklaufen. Das ist alles kein Problem hier. Neue Route, neues Glück, wa? So, nicht sie ab jetzt hier. Hier müssen wir noch Surfer einsetzen, ja. Noch ein Ibitag. Hätten wir nur Stein, Steinkanne oder irgendwas. Oder Steinhagel. Das wäre nice gewesen. Wie lang ist denn die Route eigentlich denn noch, ey? Das ist immer übel. Oh, eine Dubio-Disk. Nice, für Klauschier Plurigon, was ist das hier? Was kommt hier in Wasser überhaupt hier für ein regionales? Kommt hier überhaupt was? Anscheinend ist hier gar nichts tot los, ich den sehe. Hello. Ach, jetzt kommt mal was. Ein Enteron. Das haben wir doch schon gefangen. Also können wir es bequemlos aussaugen. Mit Gigasauger. Frische Energie gibt's für uns. Yes. Oh, nice. Thank you, thank you, thank you. Toll. Erst kommt gar nichts. Und wenn du kurz vor dem Ausgang wieder bist, kommt wieder was. Was ist denn das für ein Scheiß? Wolke 7 für Enteron. Und tschüss, Gänger. Enteron, das war's. Für dich. So. Auf Wiedersehen. Hello, Zeit für den Kampf, hä? Astrena Iram. Pinsier setzt er ein. Das ist schon mal cool. Mehr Kando brauchen wir. Erdbeben gehen wir mal. Ist nicht Kraftkoloss, Alter. Schwein gehabt, Junge. Wir gehen mal raus auf Staraptor. Let's go! Staraptor wird es richten. Kraftkloss geht durch. Macht gar nichts an Damage. Wir machen Aeros. Weg ist es. Käferkampf ist vierfach effektiv gegen Flug. Mark 9 kommt. Okay, da gehen wir raus zu Mashumai. Unlicht ist eher anfällig gegen Kampfattacken.
Das wird bebelisch. So. Kreuzhieb, let's go. Das war der One-Hit. Nice. Tschüssi, mein Freund, das war's für dich. Alter, wo zum Geier geht das hier alles hin? Sind wir schon bald da? Ne, kurz davor sind wir da. Oh, da war noch eines, was ich gar nicht gesehen gerade. Ein Ass-Trainer. Oder Trainerin will kämpfen. Ein Vati kommt. Das ist ja wenigstens schon mal Yoto. Let's go. Das war's für Vati. Tropius kommt noch immer raus zum Startor. Let's go, let's go, let's go, Charaptor, Charaptor, let's go, let's go, let's go. So. Wir gehen mal hier auf den Aero-Ass. Das reicht für den One-Shot. Nice, nice, nice. Level 64. Das ist gut. So, Freunde. Ich würde sagen, wir crappen uns mal nochmal die Bären schnell. Und das war's auch schon für heute wieder mal. Yes, baby. Mal gucken, wo die Reise hier noch hingeht. Einmal querfeldbeet oder was? Na dann, Freunde. Bis morgen. Macht's gut und ciao.